Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe hier eine anderer Leute Feuerstelle gefunden. Ich hoffe, man sieht auf den ersten Blick, dass es sich um eine anderer Leute Feuerstelle handelt und mir wird sowas nicht zugetraut. Also, wir befinden uns hier eigentlich an einem gar nicht so schlechten Platz für eine Feuerstelle. Trotzdem ist hier einiges schief gelaufen. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die ganz positiv anzumerken sind. Nämlich dieses Löchlein, was sie hier gegraben haben. Das ist ganz gut tief. Also ja, ungefähr so eine Hand. Bis zu meinem Handgelenk locker geht das da wirklich rein. Also so als Loch für die Feuerstelle ist das in Ordnung. Also da gibt es eigentlich so gut wie gar nichts, was ich da zu meckern habe. Das ist okay. Da muss man dann auch nicht zwingend noch irgendwelche Steine drumherum legen. Gibt es sowieso nicht überall. Das ist also auch eigentlich ganz in Ordnung. So. Was jetzt noch offensichtlich ist und sofort auffällt, was ein bisschen blöd ist, ist, dass sie versucht haben, diese riesigen Stück Hölzer hier entsprechend durchzubrennen. A, sind die natürlich sowieso saumäßig nass. Wenn sowas im Wald liegt, so ein schon morsches, wie man sieht, hier drüben angemodertes Holz und hier unten, die sind auch schon so am Zersetzen. Sowas brennt auf keinen Fall gut. Und bei dem Durchmesser, das ins Feuer zu schmeißen, ist einfach nur eine blöde Idee. Das raucht ohne Ende. Das trägt nicht wirklich zur Hitze bzw. zur Feuererhaltung bei. Das braucht wahrscheinlich sogar mehr Energie, als es erzeugt und nimmt dem Feuer erstmal ziemlich viel Power, weshalb man relativ gut sehen kann, richtig gebrannt haben die nie, die Dinger. Sind nur so ganz oberflächlich leicht angekohlt. Bestenfalls das Ding hier. Das hat vielleicht so ein kleines bisschen, ein paar Flammen abgeworfen, aber auch nicht viel. Wenn ich jetzt da mit dem Messer hingehe, und hier mal ein bisschen die oberste Schicht abkratze, dann stelle ich fest, das ist nicht mal ein Zentimeter Asche, nicht mal, und danach kommt schon das feste Holz. Sprich, viel kann da nicht gebrannt haben. Auch hier vorne, das meiste ist eben nicht Asche, da hat auch nicht viel gebrannt. Hier auf der Rückseite, da hängen sogar noch die Flechten dran. Also, ja, hier hat es ein kleines bisschen, aber viel davon gehabt, dieses Ding reingeschmissen zu haben, haben sie nicht. Dass sie das Teil draufgeschmissen haben, wie man hier schön sehen kann, das hat ihnen überhaupt nichts gebracht. Also der wird höchstens dazu beigetragen haben, eben das Feuer dann ausgehen zu lassen, Energie zu verbrauchen sozusagen. Wenn man dann hier mal ein bisschen rumbuddelt, findet man schnell diesen Klumpen Erde. Relativ unverbrannte, relativ harmlose Erde. Wenn man das sich jetzt mal genauer anguckt, stellt man fest, hier liegt so gut wie gar keine Glut rum. Hier so ein paar winzig kleine Bröckelchen Asche, da ein paar winzig kleine Bröckelchen Asche. Also ich finde das ganz interessant, weil viel gebrannt hat hier mit Sicherheit nicht. Ich weiß nicht, mit was sie es dann überhaupt geschafft haben, diese großen dicken Äste hier einigermaßen anzubrennen. Vielleicht haben sie mit irgendwelchen Feuerzeugbenzin hantiert, mit Grillanzündern in größeren Mengen hantiert. Habe ich ja früher auch gemacht. Das ist ja alles überhaupt nicht so dramatisch. Ne? Also regen wir uns nicht mehr auf als notwendig. Ich finde es einfach nur mal ganz interessant. Besonders erfolgreich sind sie mit ihrem Feuer jedenfalls nicht gewesen. Die Feuerstelle per se ist aber wirklich eigentlich ganz ordentlich gewählt. Gehen wir halt mal davon aus, dass da kein Laub drin lag, als das Feuer entsprechend gebrannt hat. Wir können ja auch sehen, dass teilweise das verkohlte Holz, dass da bereits eben die Flechten drauf sitzen, dass das auch schon eine ganze Weile her ist, dass dieses Feuer hier halt eben mehr oder weniger gebrannt hat. Okay, kommen wir zum Thema Risiko. Hätten die hier was anzünden können? Gucken wir uns mal die Umgebung an. Ich filme jetzt quasi von der Feuerstelle aus und wir stellen fest, in der näheren Umgebung gibt es tatsächlich jetzt erstmal nichts, was besonders brandgefährlich wäre. Das ist eigentlich so gesehen wirklich ein guter Platz, um Feuerchen zu machen. Dass sie hier irgendwas anzünden,
hoch unwahrscheinlich, keine brennbare Bodenvegetation, keine Bäume in der Nähe, keine abgestorbenen Bäume in der unmittelbaren Nähe und was die mit Sicherheit nicht wussten, was aber rein per Zufall so ist, der Boden ist ja auch nur schwach durchwurzelt, dass hier in irgendeiner Form im Boden was anfängt zu brennen, das ist nahezu unmöglich. Das ist unmöglich, das kannst du hier wirklich, wirklich ausschließen. Das ist eine alte Grundwallanlage, auf der ich hier hocke, also eine Burg, wenn man so möchte, also eine sehr frühe halt eben ohne Stein, man hat einfach nur einen Graben gezogen und einen kleinen Hügel aufgeschüttet und da sitze ich jetzt eben entsprechend drauf und dadurch, dass dieser Boden doch relativ verdichtet ist und hier einfach nicht viel Biomasse vorhanden sein kann, das ist alles total harmlos. Also waldbrandgefahrentechnisch prima gemacht, guter Platz für eine Feuerstelle, wenn wir jetzt keinen Wald anzünden wollen, ne? Aber sprechen wir mal auf den Punkt Sichtbarkeit an von Feuer. Also erstmal davon ausgehend, dass zumindest theoretisch geplant war, ein Feuer zu machen, in dem diese Stämme hier verbrennen, dann bräuchte man wirklich ein ordentlich großes Feuer, damit das funktioniert, auch wenn sie das wahrscheinlich nicht gewusst haben. Und so ein Feuer an dieser Klippe zu machen, ist so ziemlich das Bescheuerste, was einem einfallen kann in Sachen von nicht gesehen werden. Es ist zwar wirklich umständlich, hier hochzukommen, das macht wirklich keinen Spaß. Gerade insbesondere da vorne geht es verdammt steil runter. Also, dass dann jemand hochklettert hier und nachguckt, wer da zündet, da muss man schon motiviert sein, um das zu tun. Es ist natürlich möglich, selbstverständlich, aber wenn man ein gemütlicher Mensch ist, dann will man das vielleicht nicht unbedingt. Ja, aber insbesondere ist es halt ziemlich lächerlich, weil das komplette Dorf da drüben, alle, die aus dem Fenster gucken, des Nachts ein Feuer, was hier oben brennt, mit Sicherheit sehen können. Die können direkt in die Flamme reingucken, bei der Höhe, die das Feuer dann auch hätte erreichen müssen. Keinerlei Sichtschutz vorhanden. Man hätte also bestimmt circa 1000 Personen, die einen beim Feuermachen beobachten könnten, wenn man wirklich so blöd ist, direkt an einer Handkante ein Feuer mit Aussicht anzulegen. Ne? Das darf man höchstens, also das macht höchstens dann Sinn, sagen wir es mal so, in einem Gebiet, in dem man wirklich auch Feuer machen darf. Dann kann man das vielleicht so machen. Dann mag das vielleicht sogar auf die Ferne relativ wildromantisch aussehen oder irgendwie sowas. Aber hier ist das sicherlich ziemlich idiotisch. Ja, aber im Großen und Ganzen, mein erster Reflex war, als ich hierher gekommen bin, oh, böse. Selbstverständlich, wenn man eine Feuerstelle anlegt, dann sollte die hinterher halt eben mit irgendwas zugeschüttet werden, dass man die halt eben entsprechend nicht mehr sieht. Dass sie jetzt diese Balken hier halt haben, ja gut, ne? Halt dumm, wenn man die überhaupt ankokelt. Das ist halt schon ein bisschen, ja, aber ich vermute fast, dass das relativ junge Zeitgenossen gewesen sein könnten. Und da muss ich sagen, was soll's? Haben sie was kaputt gemacht? Nö. Waren sie besonders schlau? Nö. Tut das aber jetzt in diesem Fall irgendjemandem weh? Auch nicht. Also, ja. Aber es ist ganz interessant, sich mal anzugucken, was andere Leute so an Feuerstellen anlegen. Feuerstellen. Und wie erfolgreich sie offensichtlich mit Feuer gewesen sind. Macht's gut, ich wollte nur kurz zum Besten geben.